Bei der Inflation ist es bei den meisten Menschen wie bei den Fröschen, die in einem sich langsam erhitzenden Teich sitzen. Zunächst merkt man eigentlich gar nichts. Geht alles ja so ein bisschen voran, immer ein bisschen wärmer, alles nicht so schlimm, denkt man sich. Dann gucken zum Beispiel die Leute auf die Vermögenspreise, auf die immer weiter steigenden Hauspreise und Aktienpreise und sagen sich, naja gut, ich habe keine Immobilie, ich habe keine Aktien, kann ich mir halt nicht leisten. Jetzt aber merken diese Menschen, wie sich der Teich plötzlich und schnell erhitzt, eben indem sie eine massiv gestiegene Gasrechnung bekommen oder an der Tankstelle sehen, was da der Fall ist. Und was tut die EZB? Gar nichts. Sie will im dritten Quartal ihre Anleihekäufe beenden. Also wir haben den Teichaufseher, der sagt, naja, das Wichtigste sind ja nicht die Frösche, sondern das ist das Plankton, das sind die Staaten. Da sollen die Zinsen möglichst nicht steigen, die Renditen möglichst für deren Staatsanleihen nicht steigen. Das ist doch das Wichtigste, während die Leute absaufen. Das ist scheinbar weniger wichtig und das ist das ganze Thema. Wir haben frische Daten heute bekommen zu dieser Inflation, aber hier zunächst mal Diego Parrilla hat das Szenario verglichen, in dem wir jetzt alle sind. Wir sind Frösche in diesem sich überhitzenden Teich. We are all frogs in a monetary broth that has been steadily heated via money printing and debt. Also nicht nur das Gelddrucken, sondern auch die Schulden. Die sind ein Stück weit ein permanent sich erhitzender Teich. Merkt man nicht so wirklich. Die Schulden steigen und steigen und steigen und irgendwann macht es Bums und man merkt, dass man in einem kochenden Wasser sitzt und kommt nicht mehr raus. Das ist die Erfahrung, die wir wahrscheinlich machen müssen. Hier Erzeugerpreis, ich habe es vorhin angedeutet, in Deutschland 30,9%, höchster Anstieg seit dem Jahr 1949. Das sind Daten aus dem März. Also das sind die Kosten faktisch, die die Unternehmen haben. Und wie ich die Samariter dort kenne, werden die natürlich diese Kosten, die sie haben, nicht weitergeben an die Konsumenten. Völlig ausgeschlossen. Das verbietet der humanitäre Kodex, den diese Unternehmen haben. Dementsprechend ist das sozusagen die kommende, die zukünftige Inflation, die wir hier sehen, weil natürlich, das war ein Scherz, falls es der eine oder andere nicht bemerkt hat, weil natürlich die Unternehmen diese Kosten weitergeben werden. Schauen wir uns mal die Daten genauer an. 4,9% zum Vormonat, erwartet 2,6% und 30,9% zum Vorjahresmonat, erwartet 28,2%. Ich werde ihn unter dem Video dann nochmal verlinken, diesen Artikel, den wir darüber geschrieben haben, dass Sie mal sehen, was genau so wie viel teurer geworden ist. Papier zum Beispiel massiv teurer geworden. Ein echtes Problem für die Zeitungen, die auf Print angewiesen sind. Achten Sie mal drauf, ob in nächster Zeit vielleicht Ihre Zeitung ein bisschen dünner wird, damit die Zeitungen eben Kosten sparen. Also das ist die Situation. Jetzt ist erstmals hier in diesen Daten vollumfänglich der Ukraine-Krieg mit beinhaltet. Das war vorher in den Daten ja nicht der Fall. Ukraine-Krieg begann am 24. Februar. Da waren dann nur noch ein paar Resttage im Februar, die spielten keine große Rolle mehr. Jetzt haben wir den März gesehen mit all den Verwerfungen, die hier entstanden sind. Und wenn wir jetzt das Ganze mal runterbrechen auf ein Unternehmen wie etwa Netflix. Die haben gestern Zahlen berichtet und die Aktie ist massiv eingebrochen, hat ein Viertel ihres Werts verloren. Ich glaube, vorher war die Marktkapitalisierung 140 Milliarden, also da mal eben gute 30 Milliarden weniger wert jetzt, innerhalb von wenigen Minuten könnte man sagen. Die Aktie, wie gesagt, ein Viertel verloren. Und der Grund ist der, dass man Subscribers verloren hat, dass man also Abonnenten verloren hat, insgesamt 200.000. Jetzt versucht Netflix wahrscheinlich an die Stelle ranzugehen, an der man noch Geld verdienen kann, nämlich viele Leute teilen ja diesen Account, den sie bei Netflix haben. Und wenn man jetzt versucht, diese Leute alle zahlungspflichtig zu machen, dann wäre da eine Perspektive. Aber warum hat man Abonnenten verloren und wo hat man Abonnenten verloren? In den USA und in Kanada. Und warum hat man die verloren? Weil wahrscheinlich sehr viele Leute sich aufgrund der Inflation, aufgrund der gestiegenen Preise, die sie jetzt gegenwärtigen, praktisch eben dann sagen, naja, ich muss irgendwo anfangen zu sparen, irgendwo muss ich abknapsen, sonst bin ich total unter Wasser. Und dann denkt man sich, naja, okay, Netflix brauche ich nicht zwingend zum Leben, essen muss ich, aber Netflix kann ich machen. Wenn also die Inflation bei 8,6% ist, dann wird sich der eine oder andere überlegen, ob er das wirklich macht. Und Netflix hat auch Inflation explizit genannt als einer der Gründe. Inflation, der Krieg in der Ukraine und eben der harte Wettbewerb, den man hat mit anderen Streaming-Anbietern wie etwa Disney Plus und so weiter und so weiter. Vor allem der Ausblick war miserabel, den Netflix gegeben hat. 25% ging es, wie gesagt, nach unten. Und Andreas Deno Larsen sagt einen Satz, der vielleicht
sehr wichtig ist in diesem inflationären Regime, in dem wir derzeit sind, eben auch für ihre Investmententscheidung. Er sagt, sei long in Dingen, die Leute unbedingt brauchen, und sei short in Dingen, die Leute nicht unbedingt brauchen. Also essen muss ich unbedingt und trinken. Netflix kann ich gucken, muss aber nicht gucken. Dementsprechend zwacke ich dann Netflix ab, wenn es mir so geht, dass ich gerade so irgendwie noch über Wasser bin. Also long die Dinge, die man unbedingt braucht, das wären dann die sogenannten Consumer Staples, und short die Dinge, die man nicht unbedingt braucht, das sind die sogenannten Consumer Discretionaries. Also das könnte wirklich ein sehr, sehr wichtiges Motto sein für die nächsten Jahre. Hier zum Beispiel hat es natürlich einige Leute böse erwischt, etwa Jim Cramer, der immer wieder aufgerufen hat, etwa bei einem Kurs, der weit höher war, Netflix unbedingt kaufen. Vielleicht sollte man mal, wie Jim Bianco hier vorschlägt, ein inverses Cramer ETF auflegen, also dass das Gegenteil macht dessen, was Cramer empfiehlt. Elon Musk hat gesagt, ja, also diese woke Filmindustrie, die sich da bei Netflix tummelt, die macht Netflix unguckbar, wie er sagt. Und der gute Elon, den werden wir gleich nochmal genauer uns anschauen. Jedenfalls sehen wir, dass diese Inflation jetzt für die Leute scheinbar wirklich ein Problem wird, dass manche sogar offenkundig ihren Netflix-Account kündigen, weil sie sagen, irgendwo muss ich sparen. Jetzt reagiert natürlich die Fed darauf. Jetzt hat der Agassi für die extreme Unterschicht, nämlich Neil Kashkari, das dovischste Mitglied der Fed, gesagt, also diese Lockdowns in China, die könnten noch mehr Policy Action erfordern, noch mehr Schritte der Fed erfordern. Also der wird jetzt langsam hawkisch. Das ist ein Kontraindikator, ebenso wie Jim Cramer wahrscheinlich. Bostic dagegen, San Francisco Fed-Chef, hat gesagt, ja, also dieses Senken der Wachstumserwartungen gestern durch den IWF, das sollte uns ein Warnsignal sein, dass wir ein bisschen vorsichtig sein müssen und nicht die Zinsen über die neutrale Rate anheben sollten. Die neutrale Rate sieht Bostic bei etwa 2,5%, wie er gesagt hat, und hat eigentlich auch einen ganz, ganz großen Zinsschritt ausgeschlossen, den ja Jim Ballard ins Spiel gebracht hatte, nämlich einen 0,75er Zinsschritt. Da hat Bostic gesagt, nee, also das sehe ich nicht. Schauen wir uns jetzt mal an, was die Märkte eingepreist haben in den sogenannten Fed Fund Futures, die also praktisch bepreisen, wie sie die Zinserwartungen sehen. Da haben wir eine überragende Wahrscheinlichkeit. So sehen es die Trader für den Juli des Jahres 2023, also gut in einem Jahr. Da dürften die, sagen die meisten, ja, die Leitzinsen werden bei 2,75 bis 3% liegen. 34% ist da die Wahrscheinlichkeit. Dann 2,5 bis 2,75, 31%. Nur 0,2% glauben, dass die Zinsen bei 1,75 bis 2% liegen werden. Da wäre ich fast eher in diesem Camp, weil irgendwann die Fed sagt, oh, wir zerschießen uns jetzt die Wirtschaft, wir können gar nicht anders. Also, wenn Ballard sagt, ich will die Zinsen bis Jahresende bei 3,5% haben, dann ist er da ganz, ganz oben auf der Pyramidenspitze. Der Markt hat das jedenfalls nicht eingepreist. Vielmehr steigen weiter die Erwartungen für Zinsanhebungen. 9 Zinsanhebungen, 0,25% sind jetzt eingepreist in the markets, aber es gibt nur noch jetzt 2 Zinssenkungen in 2023. Kürzlich waren es noch 3. Die Märkte erwarten ja, dass dann die Fed die Zinsen anhebt, dann die Wirtschaft in eine Rezession fällt oder schwieriger wird für die Wirtschaft und dann die Fed die Zinsen wieder senkt. Jetzt sehen wir, dass die 10-jährige Real Yields das erste Mal seit 2020 positiv geworden sind. Zumindest gemessen an den Tipps, nicht an der faktischen Inflation. Aber da sehen wir, da tut sich was. Da wird also die Realrendite immer weniger negativ und dreht teilweise je nach Bemessungsgrundlage ins Positive. Wie wird jetzt die Entwicklung weitergehen? Wir haben vorhin gesehen, in den deutschen Erzeugerpreisen, ja, dieser Ukraine-Krieg, der hat jetzt nochmal einen massiven Auftrieb für die Inflation gegeben, sichtbar in den Erzeugerpreisen, die ja praktisch kommende Verbraucherpreise sind, weil die Unternehmen ihre gestiegenen Kosten weitergeben werden. Jetzt sagt Goldman Sachs, naja, wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie es mit den Lieferzeiten ausschaut. Da ging es jetzt eigentlich bergauf, das heißt, die Lieferzeiten hatten sich zuletzt verkürzt. Jetzt aber, sagt man, verlängern sich die Lieferzeiten wieder. Omikron, Ukraine-Krieg, Supply Chain Setbacks have been somewhat worse than we anticipated. Also die ganze Lieferkettensituation hat sich schlechter entwickelt, als man bei den Goldmännern erwartet hat. Und interessant ist auch, dass die Märkte jene Firmen bestrafen, die sozusagen von Lieferanten abhängig sind, die im Ausland sind in den USA, dagegen Firmen honorieren,
die Aktien von Firmen kaufen, die eben diese Situation nicht haben, sondern die auf Domestic zurückgreifen können, also auf heimische Lieferketten. Hier sehen Rely on Domestic Supply Chains. Oder sie haben ein huge oder high domestic manufacturing footprint, also sind in der Lage, teilweise inländisch auch selber herzustellen. Das sehen wir hier, dass die in Blau, sehen wir, dass deren Aktien deutlich besser sich entwickeln als jene Aktien, die eben das nicht können, die also von ausländischen Lieferketten abhängig sind. Da sehen wir schon mal zwei Lehren. Guckst du vor allem in die Gebiete oder auf die Firmen, die eben weniger abhängig sind von externen Lieferketten, die sie nicht kontrollieren können? Erste Lehre und Andreas Deno Larsens Empfehlung. Kaufst du das, was die Leute unbedingt brauchen, und verkaufst du das, was die Leute nicht unbedingt brauchen? Das wären schon mal zwei vielleicht interessante Punkte. Die EU wird jetzt wahrscheinlich, so sagt es JP Morgan, in irgendeiner Form ein Ölembargo erlassen. Von der Leyen hatte das gestern schon angedeutet. Man wird also da, wo es einem selbst nicht so richtig wehtut, so die Sicht der EU, so die Sicht von der Leyen, wird man ein Embargo machen. Da, wo man das Öl braucht, in anderen Bereichen wird man das nicht tun. Das allerdings könnte bedeuten, dass Öl auf 185 Dollar steigt. So sagt es JP Morgan. Das wäre natürlich nochmal immer schlimmer für die Inflation, würde die Inflation noch weiter nach oben treiben. Und das bei einer EZB, die gar nichts tut, die sich dafür nicht interessiert, deren oberstes Problem, wie Lagarde klargemacht hat, der Anstieg der Anleiherenditen ist. Dieser Anstieg wiederum ist nur ein Symptom für diesen sich erhitzenden Teich, da wollen die Frösche raus. Und die Lagarde will verhindern, dass die Frösche rauslaufen, könnte man sagen. Deswegen bin ich der Auffassung, schafft die EZB ab. Denn diese Institution ist nicht reformierbar und wird uns massiv Probleme bereiten. Durch ihr Nichtstun wird diese Inflation noch verschlimmern. Immerhin, es ist ja schon eine extreme Maßnahme der EZB, dass sie im dritten Quartal die Anleihekäufe beenden will. Also so stark hat noch niemand gegen die Inflation gekämpft wie die Frau Lagarde und die EZB, gell? Also bewundernswert. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Hier sehen wir den Nasdaq wöchentlich und hier sehen wir, es geht jetzt um was. Es geht jetzt um einen Trendbruch, ja oder nein. Das ist ein Wochenchart, wie gesagt, und wir sehen, wir sind seit Jahren in diesem Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend muss halten, sonst könnte ungemütlich werden. Und jemand, der für diesen Aufwärtstrend auch maßgeblich verantwortlich ist, ist Elon Musk mit seinem Hochpushen der Tesla-Aktie. Jetzt will er ja Twitter irgendwie sich einverleiben und überlegt, jetzt über ein Tender anderes Geld einzusammeln, fremdes Geld einzusammeln von anderen, damit er diesen Takeover, damit er die Übernahme von Twitter machen kann, überlegt auch seine eigenen Aktien als Sicherheit zu hinterlegen. Also er hinterlegt eine massive Luftblase, um eine andere Blase kaufen zu können. Das ist großartig. Und apropos Blase, hier sehen wir, dass dieses Thema Immobilienblase in China natürlich nach wie vor absolut virulent ist, auch wenn die Schlagzeilen jetzt ein bisschen weniger geworden sind. Aber das Problem ist da, das sehen wir jetzt in einem sehr interessanten Artikel bei Reuters über die Property Bust in Small Chinese Cities. Also in chinesischen Kleinstädten, also alle Städte, die ungefähr unter 6 Millionen Einwohner haben, also diese kleinen Dörfer, ne, da fallen die Preise massiv. Es gibt kaum mehr Nachfrage, kaum mehr Käufernachfrage. Anders als noch in Großstädten, etwa Shanghai oder auch Peking, ist das eben in diesen kleineren Städten nicht der Fall. Und wir sehen, dass China überraschend nichts an den Zinssätzen geschraubt hat, nämlich die Key Interest Rates. Da war eigentlich nochmal eine minimale Senkung von 0,05% erwartet worden, ist aber nicht passiert. Und interessant ist, dass trotz der Aufforderungen der People's Bank of China, also der chinesischen Notenbank, die chinesischen Banken die Zinsen, die sie nehmen, von ihren Kunden nicht gesenkt haben. Eigentlich gab es da eine Ordre de Mufti, eine starke Empfehlung, aber chinesische Banken sagen, nö, machen wir nicht, weil uns das Risiko zu hoch ist, weil die auch natürlich wissen, dass da an Chinas Immobilienmarkt eine Blase ist. Kommen wir jetzt nochmal zur Situation Ukraine-Krieg, der ja jetzt in eine neue Phase getreten ist durch die Attacke auf den Donbass. Hier warnen Kreml-Insider das und sagen, und das sind meistens eben auch sehr begüterte Leute, die sagen, das ist ein katastrophaler Fehler gewesen, aber Putin wird das durchziehen und er ist derzeit nicht in Gefahr, seine Macht zu verlieren, sagen diese Insider. Und das bringt es vielleicht auf den Punkt, Putin wird das durchziehen, die Folgen sind wirklich katastrophal, auch für Russland. Und jetzt hat ein russischer Milliardär, nämlich Oleg Tinkov, der eine Bank ja gegründet hat, gesagt, also die russische Armee begeht hier Massaker, zählt übrigens auch zu den Sanktionierten seitens der EU,
und fordert ein Ende des irrsinnigen Krieges. 90% der Russen sind gegen diesen Krieg. Naja, ist wohl nicht so der Fall. 10% unterstützen den Krieg, aber 10% jedes Landes sind Idioten. Das ist wahrscheinlich eine konservative Schätzung. Nicht wahr, Herr Tinkoff? Aber jedenfalls, viele Russen sind natürlich dafür, vor allem die Älteren, weil sie durch die Staatsmedien da so ein bisschen in diesen Propagandazyklus gehalten werden und eben auch diesen ganzen Stories glauben, die da einem erzählt werden. Aber man sieht, es gibt schon durchaus jetzt Stimmen, die sagen, das ist Wahnsinn, das wird nicht gut gehen. Und diese Stimmen werden offenkundig lauter. Und jetzt nochmal zu meinem Video, das ich gestern gemacht habe, Inflation, Energiekrise und die Wohlstandskinder. Hier ja die letzte Generation, die jetzt offenkundig Gasleitungen etc. hier in Deutschland sabotieren will, weil wir unbedingt aus der fossilen Energie aussteigen müssen. Jetzt habe ich hier mal einen Chart, der zeigt, was damit gemeint ist. Ich bin dafür, dass wir unsere Emissionen massiv reduzieren. Gar keine Frage, das Thema ist virulent. Aber hier sehen wir mal, dass die Emissionen der OECD-Länder, das sind, wenn man so will, alle irgendwie westlich denkenden Länder plus Südkorea plus Japan, Europa, Deutschland, Frankreich etc., deren Vereinigte Staaten, Großbritannien, deren Emissionen sind rückläufig und zwar relativ deutlich rückläufig, eben weil es politischer Wille ist. Was nicht rückläufig ist, sind die Länder außerhalb der OECD, also etwa China, Indien, dort steigen die Emissionen massiv. Das heißt, selbst wenn wir jetzt, wie die letzte Generation fordert, alles abdrehen würden, es würde keine Rolle spielen, weil sozusagen die anderen deutlich mehr pumpen. Wir stehen etwa für 2% des weltweiten CO2-Verbrauchs. Wenn wir also diese 2% auf Null fahren, dann gehen hier die Lichter aus. Aber das Klima denkt sich, naja, die Deutschen, die mändeln sich halt irgendwie aus dem System aus. Vielleicht ist das ja verdient. Also vielleicht haben wir die letzte Generation ja auch wirklich verdient. Nochmal zwei Empfehlungen, die ich Ihnen geben will als Artikel, die Sie gleich nach dem Video schauen sollten. Warum der Gaspreis am Terminmarkt so deutlich fällt? Der Gaspreis fällt derzeit und die Lager sind gut gefüllt. Wenn Sie wissen wollen, warum und was da los ist, dann diesen Artikel lesen. Und dann, zweiter Artikel, so deutlich sieht man die deutsche Zinswende, nämlich die Anleihemärkte spielen diese Zinswende bereits, auch ohne die EZB. Interessanter Artikel Nummer 2. Und an dritter Stelle werde ich Ihnen nochmal die Erzeugerpreise, was da eigentlich teurer geworden ist und was dann auf uns zukommen wird, wenn es nicht schon der Fall ist, nämlich steigende Preise durch die Unternehmen, die selber massiv unter Druck sind. 3 Empfehlungen, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.